Hallihallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Squad in der Star Wars Variante, also Galactic Contention. Wir sind hier mitten auf dem Planeten Cavado. Keine Ahnung, kenne ich auch nicht, aber der sieht richtig geil aus, oder? Hier mit dem abgestürzten Venator im Hintergrund auch noch. Richtig, richtig cool, ist halt so ein bisschen, ja, so ein Brachland-Planet. Und wir spielen heute mit den Separatisten, weil letztes Mal hatten wir ja die Klone gehabt, aber diesmal sind die Separatisten an der Reihe. Wir spielen heute übrigens wieder mal den Medic, den hatten wir beim letzten Mal auch schon, allerdings diesmal halt auch richtig. Der hat bei den Separatisten eine geile Waffe. Oh, cool, mit den Panzern hier sogar. Jo, da geht irgendwas hoch. Eine geile Waffe, die ich persönlich ganz gut finde, aber er kann gar nicht so gut heilen, denn man kann bei den Separatisten leider nicht wiederbeleben. Hier sieht man mal den Zoom der Waffe, das ist eigentlich ganz cool. Der kann nicht wiederbeleben, sondern leider nur heilen. Also wenn jemand tot ist, ist er halt quasi tot bei den Separatisten. Bei den Klonen konnte man ja einen sogar wiederbeleben. Oh cool, guck mal hier, solche Schützengräben. Irgendwie so ein bisschen... Wie man das bei Mimban gesehen hat, ne? Bei Solo Star Wars Story. Oh, das ist unser Mann. Hier haben wir so eine kleine Basis. Okay. Aber hier ist irgendwo Fat Action auf jeden Fall. Wollen wir uns nochmal nach vorne wagen mit unserem Kumpel hier. Come on, Boy. Holen wir sie uns. Oh, da ist einer, oder? Wow, mein Gott. Ein Kommando auch noch gleich. Aber ich glaube, der ist down jetzt. Versuchen wir es nochmal andersrum irgendwie, um das Gebäude zu schaffen. Irgendwo hier sind auf jeden Fall richtig fett Gegner-Action. Achso, oh, na ja, gut. Das war eine kurze Runde mit Squad. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Nee, wir machen natürlich die nächste Map noch. Also auf geht's. Oh, geil. Nächste Map ist Tatooine, Leute. Wir sind immer noch die Separatisten. Deswegen rushen wir jetzt erstmal mit unseren geilen Separatisten-Friends hier so ein bisschen durch die Gegend. Guck mal, das ist sogar ein super Kampf-Druide. Wie cool ist das denn? Kriegen wir den noch ein bisschen besser zu Gesicht irgendwie. Ich muss mal gucken, ob ich den nochmal einholen kann. Aber auf jeden Fall, wir spielen Tatooine, spielen die Separatisten und müssen jetzt erstmal hier so eine Basis irgendwo aufbauen und dann eine nehmen und... Alter, das sieht ja auch geil aus, ne, mit den Fliegern in der Luft. Okay, unser erster Außenposten wird hier gebaut. Die Maps sind natürlich echt sehr, 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 sehr groß. Jetzt können wir ihn vielleicht nochmal ein bisschen besser angucken. Er sieht schon richtig cool aus, finde ich, der Superkampf-Druide. Okay, Leute, wir haben auch wieder eine Frage des Tages und diese ist, welcher Sith Lord wurde von einem Schüler getötet, den er in die Geheimnisse um die Erschaffung von Leben eingeweiht hatte? Schreibt jetzt auch Antwort in die Kommentare und am Ende des Videos wird das Ganze wie immer aufgelöst. Okay, Leute, so langsam beginnen hier die ersten Schlachten. Ich habe mir mal einen höheren Punkt besorgt. Alter, da kommt ein Kanonenboot. Feuert, Leute, feuert! Den machen wir down! Ist er da abgestürzt jetzt? Ich weiß es nicht genau. Ah, er hat gesagt, we got him. So. Das ist ja die nächste Luftschlacht schon. Der nächste Luftkampf kommt. Okay, komm, wir helfen. Wir versuchen mal. Alter, ich treffe überhaupt nicht gut. Wie weit muss ich denn da hinzielen? Also, ist auch echt nicht einfach. Ja! Na also! Geil, das sieht richtig gut aus. Okay, hier sind auf jeden Fall auch ein paar Fußsoldaten. Leute, ich bin da. Ab in die Front. Da ist einer. Haben sie den schon? Ich weiß nicht. Versuchen wir mal zu flankieren. Vielleicht können wir den ja... Da hinten springt auf jeden Fall einer lang. Links sind auch noch welche. Ich sehe die. Aber hier ist auch gar keine Deckung. Ja gut, ich versuch's jetzt einfach mal. Komm. Wir feuern mit Einzelschuss, Leute. Ihr wisst Bescheid. Das ist hier richtig, richtig schwierig. Bei so einem Realistik-Shooter. Ah, verdammt, ey. Wow, aber einen habe ich. Wieder ab an die Front, Leute. Da vorne wird gekämpft. Da ist auch einer. Es ist echt schwer, da überhaupt was zu erkennen, Mann. Okay, das ist einer von uns. Wir laufen mal den Superkampfruiden her. Der kann ja nur uns beschützen, Leute. Alter, hier sind auch überall Flieger und alles. Der Rauch peitscht hier durch die Gegend und dieser Sandsturm und so. Also das ist schon richtig geil gemacht mit dem Feeling. Hier, da ist einer. Come on. Okay, wir müssen jetzt versuchen, den zu erwischen irgendwie. Ich finde es sau schwierig, teilweise hier über Range zu kämpfen. Man sieht schon, wo die Schüsse überall hinfliegen. Der Superkampfruide hilft mir. Komm, der muss doch mal drauf gehen, der Typ. Irgendwann ja, jetzt haben wir ihn, okay. Guter Mann, guter Mann. Da unten liegt auch noch ein Toter. Okay, hier vorne ist auf jeden Fall auch wieder Action, Leute. Ich werde das immer für euch zusammenschneiden, denn ja, es gibt auch viele Passagen, wo man einfach nur über die riesige Map rennen muss, ne? Da ist doch einer. Er ist da abgestiegen von seinem Barkspeeder. Okay, komm, wir gehen mal noch ein Stück näher, aber nicht, dass er uns sieht. Komm. Nicht, dass der Mann uns sieht. Er legt sich hin, aber den kriegen wir ja wohl, oder? Ja. Ja, der ist down. Okay. Hier wird auch wieder geschossen. Hier ist auch unser Team irgendwo. Da ist einer. Nice, den können wir richtig gut flankieren. Das war ja richtig stark. Okay, wo sind die nächsten Feinde? Hier wird auf jeden Fall um so einen Hangar... Wow! Mein Teammate, nein! Okay, erstmal ganz kurz gucken, von wo war denn das? War das von hier? Hier wird überall gekämpft, Leute. Okay, hier drinnen wird auf jeden Fall richtig fett gekämpft. Der Hangar wird hier richtig hart umkämpft, okay. Aber ich sehe hier erstmal keinen. Wir gucken uns mal ganz kurz so ein bisschen hier um. Vielleicht sind die ja auch irgendwo hier drinnen in den Gebäuden. Aber hier scheint erstmal keiner zu sein, ne? Hier außen, da ist einer. Feuer frei! Den holen wir uns!
Okay. Ich glaube, der hat sich aber nur hingelegt, oder? Ist er da noch? Ich weiß es nicht genau. Der schießt auf irgendeinen. Der ist unter mir. Okay, komm. Mann, jetzt Trick 17. Trick 17, wo ist er? Wo hat denn der Kamm-Druide? Nein, da, hä? Wo hat denn der Kamm-Druide hingeschossen? Boah, der Taktik-Druide. Wie cool ist das denn? Ach, das ist sogar der Commander dann von unserem Team. Ach so. Es wird immer ein Spieler gewählt, habe ich mir letztes Mal auch schon erzählt. Der Commander vom ganzen Team wird der alle befehligt. Und das ist jetzt hier der Taktik-Druide. Das ist ja super cool. Wer ist denn das dann bei den Klonen? Okay, Leute, sie kommen wieder, sie greifen wieder an. Das Kanonenboot, es kommt. Kriegen wir das wirklich so ab? Ich weiß halt nicht mal, ob das was bringt, wenn man da so drauf schießt. Alter, das sieht ja richtig geil aus mit der Sonne. Ich glaube nicht, dass der abstürzt. Ist der hier drüben noch? Wo ist es? Oh mein Gott, der nächste Flieger. Leute, was ist denn hier nur los, Mann? Es sind hier noch Flieger überall. Okay, ich glaube, der... Huch, wie sieht denn das aus? Ich glaube, der ist da reingebrettert. Uff, das sah ja aus, ey. Okay, meine Freunde. Ist ja alles clear. Oh, da ist noch einer. Den haben wir. Ist er ausgesprungen irgendwo aus dem Fahrzeug oder was? Wo kam der her, Mann? Ja, ist klar, der ATT ist da vorne. Das könnte richtig gefährlich werden. Vielleicht können wir den ja trotzdem irgendwie... Okay, da ist einer mit einem Raketenwerfer. Wir folgen ihm. Der hat bestimmt einen Plan. Der weiß ganz genau, was er... Nein, ich will leben. Oh, Mann. Okay, wir heilen unseren guten alten Taktik-Druiden. Perfekt. Alt bist wieder zusammengeflickt, mein Freund. Das ist ja mal mega cool. Hier ist die Basis von dem. Wie machen wir die denn jetzt kaputt? Da hat irgendeiner... Oh, ich muss, glaube ich, in Deckung. Hier kommt was. Oh ja, hier kommt was. Alter, den machen wir fertig. Den machen wir richtig fertig. Ich weiß halt, wie gesagt, gar nicht, ob das was bringt, dagegen zu schießen mit dem normalen Blaster. Aber ich glaube schon. Alle anderen machen es ja auch. Von daher... Jawohl! Ja, die Basis ist ja gleich mitgerissen. Ist ja mega gut gewesen. Superkampf früh. Da hat ihn einfach weggehauen. Komm, wir heilen den mal. Bleib stehen, mein Freund. Ey, aua, ich krieg Schaden. Komm, ich heil dich. Alles wird wieder gut, mein Kumpel. Okay, so gut wie neu. Oh, sag sogar thank you. Ja, kein Problem. Dafür bin ich ja der Medic. Da kommen sie schon wieder. Der nächste Luftangriff startet. Wo ist denn der? Die Sonne blendet. Da ist er. Der nächste Luftangriff. Aber den kriegen wir so nicht. Komm, mein Kumpel. Wir rennen mal Richtung den Leuten hier drinnen. Hier ist auch noch irgendwie Action beim Sandcrawler. Wurde eben gerade gecallt. Da ist er, der Sandcrawler. Alter, da ist ja schon wieder der nächste Flieger. Oder ist das der gleiche? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier nur los mit den Fliegern? Okay, immer noch beim Sandcrawler wird gecallt. Da ist einer. Oh, den hat zerfetzt. Was war das denn? Okay, was ist denn das eigentlich? Das sind irgendwelche Geschützstellungen, wie cool. Wie cool. Okay, aber da ist eine Bubble. Da kann ich nicht... Ach, das ist so ein Anti-Air-Ding, glaube ich, eigentlich, oder? Damit schießt man, glaube ich, eigentlich eher Flieger ab. So eine Flakstellung quasi. Okay, hier vorne sind sie wieder. Hier vorne sind wieder Gegner, aufpassen. Yes, da ist der Erste. Alles klar. Da ist noch einer irgendwo, oder? Oh mein Gott, ey, aber... Oh, ja, alle... Ja. Man sieht auch nichts, wenn man getroffen wird. Mist. Alles klar. Liebe Leute... Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Pause. Ich habe jetzt hier wieder Ewigkeiten aufgenommen. Ich werde das irgendwie zusammengekattet haben für euch, dass es einigermaßen anschaubar ist. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch bei Squad. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die Antwort auf die Frage des Tages war heute Darth Plagueis. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.